Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Live-Commentary, wenn man das Live-Commentary nennen darf. Ich spiele heute den Zombie-Modus, Multiplayer mit ganz vielen Leuten. Ihr seht das schon, es sind jetzt keine PSN-Freunde dabei. Aber ich habe ein ganz wichtiges Thema vorbereitet. Es geht mir um Commander Krieger, ein sehr großer YouTuber. Und ich muss natürlich jetzt erstmal gucken, was ich sage. Weil wenn ich jetzt über einen anderen YouTuber herfalle, kann das natürlich immer sehr arrogant sein. Aber die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich das nicht bin und auch nicht arrogant bin. Ich möchte jetzt einfach mal ein Thema ansprechen, was wichtig ist und was auch viele interessiert, aber natürlich viele nicht ansprechen, weil sie diese Diskussion nicht eingehen wollen, weil sie einfach Angst haben, dass sie in der COD-Szene oder in der ganzen Community gehatet werden. Ich werde diesen Schritt trotzdem wagen, weil er mir wichtig ist und weil ich in einem Land lebe, wo meinungsfrei ist. Es geht mir um das sogenannte Padawan-Projekt von Commander Krieger. Erstmal, was ist überhaupt ein Padawan? Ein Padawan ist eine Missgeburt, also eine Kreuzung zwischen einem Uruyaner und einem Yoda. Die haben zusammen gefickt und dann gab es natürlich diesen komischen Padawan. Nee, das ist aus Star Wars auf jeden Fall. Und auf jeden Fall hat Commander Krieger mal gedacht... What the fuck ist das? Oh, auf jeden Fall hat Commander Krieger mal gedacht, ich muss mir mal was einfallen lassen. Für die Abonnenten, dass die auch mal ein paar Abos bekommen. Und dann hat er gedacht, hey, machen wir mal dieses Padawan-Projekt, wo jemand sich vorstellt, zum Beispiel, hey, ich bin der Heino und ich bin Sänger und cover zurzeit die ganze Musik von den anderen und möchte gerne Padawan werden. So funktioniert das und jetzt werde ich hier gerade wiederbelebt, aber die anderen versuchen gerade das zu verhindern. Haha, ihr habt es nicht geschafft. Auf jeden Fall finde ich einfach dieses Padawan-Projekt der letzte Husten. Ich kann euch auch sagen, die beste Begründung, die man machen kann, ist einfach, dieses Padawan-Projekt sorgt einfach dafür, dass man sehr viele tote Abonnenten bekommt. Die meisten Abonnenten, die man dafür bekommt, sind einfach von Commander Krieger selbst. Und das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache, wenn ich 40.000 Abonnenten habe, aber nur 4 Likes. Ich sage immer ein Beispiel, zum Beispiel Kieler Junge 94, der hat nur 50.000 Abonnenten. Aber, ach, scheiße. Aber der wird auch den schauen wenigstens viele. Aber ich kenne auch Abonnenten, YouTuber, die haben 50.000 Abonnenten, aber haben gerade mal 20 oder 30 Likes nach einem Jahr oder so. Und dann denke ich mir schon, das kann natürlich nicht sein in meinen Augen. Und, jetzt geht es mir darum, dass dieses Padawan-Projekt in meinen Augen, sehr viel kaputt gemacht hat bei Commander Krieger. Weil damals war Commander Krieger einfach noch ein richtig cooler Typ, wo man einfach geschaut hat. Heute bringt er ja nur noch dieses komische Poker-Turnier, Poker-Dingsbums und blöde Scheiße. Ich denke einfach, dass Commander Krieger selbst, ich denke auch, dass er das gemerkt hat, dass das Padawan-Projekt ein bisschen auseinandergefallen ist. Also er hat ein bisschen den Überblick verloren, weil ich würde niemals bei so einem Padawan-Projekt mitmachen, weil ich da mich niemals verkaufen würde und würde mich niemals zur Schau stellen. Da müsste ich ja immer für Commander Krieger da sein, der Padawan sein. Das will ich nicht sein. Ich möchte meinen eigenen Kanal haben, meine eigene Meinung. Ich möchte selbst über meine Sache entscheiden, was ich mache, wie ich es mache und muss da nicht irgend so ein Herr von Commander Krieger sein. Das ist für mich der größte Wusen. So finde ich das in der Sache. Ich möchte gerne, dass ihr mal schreibt, was haltet ihr denn vom Padawan-Projekt? Und da ist FPS Russia vor mir. Game Over gewonnen, sie haben 4 Runden überlebt. Das ist ein Rekord, das hätte ich nicht geschafft. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was haltet ihr vom Padawan-Projekt von Commander Krieger? Bitte nicht irgendwelche Spam-Nachrichten, sondern wirklich qualitativ hochwertige Kommentare. Wäre cool, würde mich freuen. Leute, haut rein, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Ciao. Yeah, 4 Runden überlebt! Oh, bin ich noch online?